Diese Woche haben wir zu viel, um einzelne Highlights rauszupicken. Das geht aber im Fandom. Willkommen zu Marvelous Suprema. Ruben Fleischer und Tom Hardy selbst haben auf der Comic-Con in Sao Paulo das Logo für Venom vorgestellt und mit einem We Are Venom-Shirt die Soft-Promo-Phase zum Film eröffnet. In einem Video, das bei der Veranstaltung gezeigt wurde, bestätigte Hardy außerdem als Comic-Grundlage den Lethal Protector Story-Arc, in dem Brock nach einem Abkommen mit Spider-Man nach San Francisco zieht und dort dann von der Life Foundation gejagt und ausgenutzt wurde. Auf der gleichen Con hatte Deadpool 2 ein interessantes Promo-Angebot für Fans. Davor extra angekündigt, konnten Leute sich vor Ort kostenlos verschiedene Deadpool-Designs als Tattoo stechen lassen. Wie kürzlich erst gesagt, die Deadpool-Leute wissen einfach, wie man ungewöhnliche und abgefuckte Promomaßnahmen angeht, die bei den Massen scheinbar ankommen. Der Disney-Fox-Deal scheint kurz vor der Vollendung zu stehen. Immer mehr Outlets sprechen vom unterschriftreifen Status der Verhandlungen und inzwischen gab es auch das Detail, dass Feige als Vertreter der Marvel Studios sich positiv zu den Entwicklungen geäußert habe und sich schon danach sehnt, die X-Men ins MCU einzugliedern. Was ich ehrlich gesagt zu diesem Zeitpunkt der beiden Produktionswelten als etwas übereifrig empfinde. Aber wahrscheinlich meinte Feige damit Pläne ab Phase 4 aufwärts, was ja noch ein bisschen hin ist. Bei Disneys eigener Streaming-Plattform ist die Nummer zu den Netflix-Helden etwas konkreter geworden. Laut Netflix-Content-Chief Sarandos sind die Defenders-Serien nicht nur Netflix-Exclusives, Netflix habe auch die Rechte daran, mit diesen Figuren weiter zu planen. Sollte sich das als wahr herausstellen, bedeutet das zum einen, dass die Bezeichnung MNU von Anfang an perfekt war und dass Serien wie Daredevil, Punisher und Co. langfristig an ihre aktuelle Heimat gebunden sind. Was jetzt nicht unbedingt schlecht ist. Iron Fist Staffel 2 bekommt eine sehr hübsche Dame dazu mit Alice Eve, die man beispielsweise aus Star Trek Into Darkness kennen kann. Die Rolle ist noch unbekannt, Lady Gorgon scheint natürlich irgendwo nahe zu liegen mit den News von letzter Woche. Bestätigt ist es aber noch nicht. Zu Jessica Jones gab es aus dem Nichts einen circa einminütigen Teaser, in dem die Rückkehr unseres Badass angekündigt wird. Detektivarbeit, ein paar neue Gesichter, der Spider-Man-Spruch schlechthin und das Release-Date waren darin in aller Kürze verpackt. Jones kommt mit 13 neuen Folgen zurück am 8. März 2018. Eine unschöne Andeutung gab es von Ming-Na Wen. Angesprochen auf ein Crossover zwischen AOS und den Inhumans, sagte sie: Ich denke, diese Show stoppte und versuchte, diesen Ausrutscher mit schwachem Multitasking zu überspielen. Klingt, als würde die Royal Family auf den Scherben der ersten Staffel sitzen bleiben und nicht fortgesetzt werden. Schade ist es auf jeden Fall, hoffentlich gibt es trotzdem noch eine offizielle Aussage von Marvel-Verantwortlichen. Die Produktion zur Spider-Man-Sequel wurde wohl durch Omega Underground jetzt schon verraten. Demnach werden ab Juni 2018 die Dreharbeiten wieder in Atlanta laufen und dank Feige wissen wir nun auch, dass John Watts ebenfalls als Regisseur für die Fortsetzung zurückkehren wird. Eine noch spannendere Bewegung in Sachen Spider-Man gab es aber aus der Animationsabteilung und zwar mit dem ersten Teaser-Trailer zum Film rund um Miles Morales und vielen anderen Spider-Figuren, denn wie wir nun wissen, heißt das Projekt komplett Spider-Man Into the Spider-Verse und wird diese Saga in einem atemberaubenden Animationsstil angehen. Das Ganze wird aus dem Ultimate Universe starten, was mit dem Grabstein von Peter Parker angeteased wurde und sich mit zahlreichen anderen Spinnen auseinandersetzen. Mich hat aber am meisten wirklich das Stil geflasht. Animationsprojekte haben es bei mir häufig schwer. Das hier wirkt vom Look her alleine aber schon extrem vielversprechend. Es gab noch zwei weitere große Überraschungen. Einmal mit Wolverine The Long Night. Marvel New Media und Stitcher werden einen inszenierten Podcast zu Logan rausbringen. 10 Episoden, die bis Herbst 2018 exklusiv nur mit einem Stitcher Premium Account verfügbar sind, ehe sie danach weltweit veröffentlicht werden. Zu den verpflichteten Schauspielern gehören Namen wie Richard Armitage, Scott Adsit, Bob Balaban und Brian Stokes Mitchell. Klingt stark nach Hörspiel mit neuer Bezeichnung und laut Beschreibung wird auch viel Wert auf qualitatives Audiodesign für Locations gelegt. Daher bin ich wirklich gespannt, woran man dann am Ende den Podcast-Charakter dieses Projekts noch erkennen kann. Zum anderen wurde der Animationsfilm Marvel Rising Secret Warriors angekündigt und nach dem Spider-Man Animated Trailer freue ich mich auch auf dieses Projekt noch mehr. Jüngere Helden mit verschiedenen kulturellen Hintergründen kommen zusammen und bilden ein Team. Miss Marvel, Squirrel Girl, Quake, Patriot, America Chavez, Captain Marvel und Spider-Gwen schließen sich zusammen, um eine Gefahr abzuwehren, die das ganze Marvel-Universum bedroht. Besonders interessant wird dieses Projekt, weil Chloe Bennett Quake, Ming-Na Wen die Schurkin Hala und Achtung, Dove Cameron Spider-Gwen spricht. Auch der restliche Cast ist gut aufgestellt, Release ist für 2018 angesetzt worden, das konkrete Datum fehlt aber noch. Zwei Teaser zum MCU gab es von Kevin Feige, zum einen stellte er im Video für die CCXP klar, dass Loki in Infinity War auf der Seite von Thanos stehen werde.
Hashtag called it. Zum anderen wurde der intergalaktische Ruck der Avengers nach dem vierten Film bekräftigt. Eine zukünftige Fortsetzung der Reihe werde im All stattfinden. Was diese Erddistanzierung bedeutet, werden wir wahrscheinlich vor Infinity War in einem Video nochmal genauer durchsprechen. Fehlt nur noch X-Men Dark Phoenix. Da gab es erste Promobilder in der Entertainment Weekly und einige Informationen. Bezüglich der Rolle von Jessica Chastain wissen wir inzwischen so viel, dass sie eine Form von außerirdischer Gestaltenwandlerin sein wird und plant, Jean Grey's Dark Phoenix Seite auszunutzen, um verschiedene Entwicklungen in Gang zu bringen. Auch die beschriebene Geburt des Phoenix klingt alles andere als überzeugend. Wieder begibt sich Kinberg also auf einen bekannten Filmweg, der alles andere als schön war. Selbst die Weltallnummer, die uns alle in Richtung Skrulls und Shi'ar geschickt hat, ist nicht mehr sicher. Kinberg erklärte, dass sie keine galaktischen Sprünge machen, sondern nur von der Erde abheben. Genauer gesagt spielen sich wohl einige Sachen außerhalb der Erdatmosphäre und maximal in unserem Sonnensystem ab. Als Dark Phoenix angekündigt wurde, habe ich mich darauf gefreut, dass sie die alte Herangehensweise ausbügeln möchten. Mit Kinbergs Verpflichtung hatte ich dann wieder große Zweifel und diese ersten Tidbits drücken meine Erwartungen jetzt doch schon ordentlich nach unten, auch wenn ich mich noch immer auf bessere Kostüme und visuelle Highlights freue. Mal schauen, was da der erste Trailer in Sachen Hype so leisten kann. Das war's dann auch für heute. Lasst einen Daumen da, wenn euch das Ganze gefallen hat und abonniert, um keine Folge von Marvelous zu verpassen. Vielen Dank fürs Reinschalten. Macht's gut. Caps out.